Ja, hallo zusammen. Der Aaron vom Kanal Die Survivaler hat mich gebeten, bei einem Passaround mitzumachen. Und zwar geht es hier um diesen Folder von Kerschaff. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ich bin ja nicht der große Messerkenner, also das heißt überhaupt nicht. Ich will ein Messer anschauen und gefällt es mir optisch und vor allem bringt es mir was. Und das habe ich dem Aaron auch gesagt. Ich kann es gerne mitnehmen und einfach mal so einen Praxistest machen. Und das habe ich jetzt gemacht, während einer Zeit lang. Und ich muss sagen, doch, die Resultate recht gut. Was natürlich sofort auffällt bei diesem Messer, wenn man es in der Hand hat und es öffnet. Ja, es hat einen sogenannten Speed Safe. Das heißt also, soviel ich weiß, in Deutschland anscheinend nicht erlaubt. Und in der Schweiz sowieso nicht, also soweit kenne ich die Gesetze. Allerdings, ja, hat der Hans-Dieter, der Nordseemensch, eben mal ein Video gemacht, erst kürzlich, wo es heißt, ja, wenn ich hier den, die Behilfsschraube oder wie das Ding auch immer heißt, wegnehme, dann kann ich es nicht mehr mit einer Hand öffnen, etc. Und wie ist halt das mit den ganzen Gesetzen, aber hier, das scheint mir ja doch ein bisschen... Also ich brauche da wirklich nur kurz anzunippen und das Ding ist offen. Okay, nichtsdestotrotz, es geht ja nur um eine Vorstellung hier. Das Messer geht nachher weiter zu einem von euch. Wenn ihr es gerne mal testen würdet, würde mich freuen. Dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, ich habe das Messer getestet, in der Praxis ein bisschen. Und erstes Mal eine ganz, ganz tolle Klinge. Also liegt das enorm in der Hand und das Teil ist selbst nach einer Woche... Also ich kann mich hier immer noch rasieren damit und es ist also wirklich rattenscharf und ich denke mal auch eine ganz gute Klingenwahl. Also kenne ich da eben zu wenig aus, aber für meine Zwecke hat es sehr gut gereicht und ich denke mal, hätte ich in einem Notfall so ein Messer dabei, da wäre wirklich alles halb so schwer. Ihr seht also, das bohrt sich da ohne Probleme rein in den frischen Hasel. Und das ist wirklich eine Freude. Ansonsten bin ich ja nicht so der Folder-Typ. Aber bei diesem kann ich wirklich sagen, also erstmal auch schon sehr großer Griff, weil ich habe ja doch ziemlich große Hände und ihr seht, also das steht da hinten sogar noch ein bisschen raus. Liegt also recht gut in der Hand und ihr seht, also die Schnitte sind da so 1A-Schnitte. Da macht das Arbeiten natürlich Spaß. Und ich muss sagen, die Woche, die mich das Messer hier begleitet hat, hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich habe es nie nachgeschliffen, weil ich möchte es auch nicht beschädigen, weil ich bin da nicht so der Typ, der da die Messer so perfekt schleifen kann, dass das jeweils da schön einen tollen Schliff hinkriegt. Ja, lieber Aaron, das war eine ganz tolle Geste von dir, mich das Messer testen zu lassen. Und wo ich ja nicht sonst über Material spreche, weil ich sage halt immer, das Material, was man dabei hat, das ist automatisch das Beste. Aber es hat Spaß gemacht, mit dem Messer zu arbeiten. Und vielleicht hätte ja einer von euch Lust, die da die Messerspezialisten unter meinen Abonnenten, Lust, das Messer zu testen mal und vielleicht eine fachmännische Auskunft zu geben, würde mich freuen. Und unten reinschreiben oder eine PM mit eurer Adresse und ich sende euch das Teil zu. Und wünsche euch wie immer alles Gute, freue mich auf eure Videos und ich werde mir jetzt da einen Tee machen, weil es ist doch ziemlich kalt, es regnet und ja, tschüss zusammen.